Ja, unsere Vision ist, dass wir diese Busse umbauen können und als mobile Klassenzimmer zur Verfügung stellen können. Wir können den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir haben diese Busse. Wir kriegen die Busse jetzt auch nicht verkauft. Niemand auf der Welt kauft im Moment Reisebusse. Und von daher motiviert das uns noch mehr, uns Gedanken zu machen, was können wir damit machen. Eigentlich ist Reisen ihr Geschäft. Doch im Moment geht gar nichts mehr. Die Brüder Timo und Mirko Bohr führen in Lautzenhausen ein Reiseunternehmen in zweiter Generation. Die Corona-Zeit zwingt sie, umzudenken. Man macht sich andere Gedanken in diesen Zeiten, weil man ja auch andere Gedanken für die Zukunft hatte. Ja, man hat die Verantwortung gegenüber den Eltern, man hat auch die Verantwortung innerhalb der Familie, dass man hier was geschaffen hat und versucht auch das Geschaffene zu halten. Es ist Frühling, in normalen Zeiten Beginn der Reisewelle. Die Busse des Hunsrücker Unternehmens wären in ganz Europa unterwegs. Jetzt stehen sie still. Über 200 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. 60 Fahrzeuge haben die Brüder abgemeldet, um Kosten zu sparen. Unsere Geschäftsgrundlage ist dadurch entzogen. Die Busse brauchen wir angemeldet, um zu fahren, um Kunden zu transportieren. Und von daher können Sie sicherlich nachvollziehen, dass es uns im Moment nicht gut geht. Es ging uns schon besser. Mit Selbstmitleid kommen sie nicht weiter. Stattdessen sprudeln bei den Brüdern die Ideen. Im März haben sie einige ihrer Busse in mobile Corona-Testzentren umbauen lassen. Jetzt sollen ihre Busse auch zum Einsatz kommen, wenn in den Schulen wegen der Sicherheitsmaßnahmen zu wenig Platz ist. Wir haben dann versucht, nach den RKI-Empfehlungen und das, was durch die Presse ging, Hygienestandards, Abstandsregelungen, uns diesen Bus mal vorzustellen. Und waren uns sehr schnell einig in der Familie, das können wir. Wir können einen Bus umbauen als ein Klassenzimmer. In dem umgebauten Bus kommen 10 bis 12 Kinder unter. Die Plätze sind so angeordnet, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Außerdem mit an Bord WLAN, ein Lehrerpult am Fahrersitz und eine Corona-hygienefreundliche Toilette. Die Bohrs haben das mobile Klassenzimmer für Grundschüler ausgelegt. Denn in der Familie haben sie selbst Kinder in dem Alter. Und denen fällt es besonders schwer, selbstständig zu lernen. Wir können diese einsetzen als Containerlösung an der Schule. Wir können diese aber auch, da wir mobil sind, mit dem Bus in die Dörfer fahren und eventuell dort auch Unterricht im Dorf gestalten. Ob tatsächlich bald Kinder in den mobilen Klassenzimmern lernen können, ist noch nicht klar. Das entscheiden das Landeskultusministerium und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Und die prüfen das Konzept aktuell. Die Reaktionen auf sein mobiles Klassenzimmer machen Timo Bohr Mut. Sehr viele Leute, die uns angesprochen haben, die uns angerufen haben, die uns angeschrieben haben. Circa 100.000 Klicks auf unserer Facebook-Seite. Also Wahnsinnszuspruch. Macht uns auch stolz. Die strengsten Kritikerinnen hat Timo Bohr immerhin schon überzeugt. Die Nichten Leni und Emily haben den Bus getestet. Also ich kann mir das halt richtig gut vorstellen, wenn ich halt so auf einem Stuhl sitze. Ich finde das halt toll. Im Bus noch Schulaufgaben machen, das war ja sonst verpönt. Im mobilen Klassenzimmer vielleicht bald ausdrücklich erwünscht.